So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Link's Awakening für die Switch. Und das letzte Mal haben wir unser Schwert gefunden. Ansonsten ist storytechnisch noch nicht viel passiert. Wir haben ein paar Herzteile gesammelt. Ich habe ein bisschen was dazu erzählt, dass ich das Spiel schon kenne. Ich habe noch nicht genau erzählt, wie das bei mir als Kind war. Das erzähle ich vielleicht im Laufe des Spiels. Jetzt gehen wir erstmal in den Zauberwald, wo wir hingeführt wurden. Ah ja. Da kriegen wir auch direkt die nächsten Hinweise. Wuhu, willkommen im Zauberwald. Du wirst diese geheimnisvolle Insel auf keiner Karte finden. Stelle dich der Aufgabe, den Träumenden zu wecken, denn solange der Wind verschläft, kannst du sie nicht verlassen. Warst du übrigens schon am Wurmpalast im Süden des Dorfes? Du findest den Schlüssel zu jedem Ort hier in diesem Wald. Der Windfisch beobachtet dich. Uhu. Ich dachte, er schläft. Okay. Oh, die Musik. Wir bleiben jetzt hier einfach stehen und lauschen der Musik. Oh. Link's Awakening hat so schöne Musik, ne? Und jetzt als Remake. Es ist einfach nur... Aua. Einfach nur awesome. Als Sarah. Ah, direkt einen 5er Rubin bekommen. Na gut, hier komme ich noch nicht ran. Aber ich sehe schon, wir sollten wirklich mit unserem Schild arbeiten. Das ist nicht verkehrt. Vorsicht bei den riesigen Steinbodenplatten. Einsturzgefahr. So. Ich weiß gerade gar... Oh mein Gott. Die fallen einfach hinterher. Alles klar. Oh, guck mal, wir können schon wieder den Kran spielen. Oh, nice. Geld ist wichtig. Oh. Was haben wir denn hier? Dir geht's ja noch ganz gut. Komm zu mir, wenn du denkst, dass du nicht mehr kannst. Ach so, die ist dann nur fürs Heilen gut. Okay. Die ist also nur fürs Heilen gut. Alles klar. Oh, der hat ein Schild selber jetzt. Okay. Hier. Nimm dies. Boah, die Boblins sehen schon cool aus, ne? So, in den Baumstamm gehen wir gleich rein. Ich will hier erstmal wieder ein bisschen aufräumen und mich nochmal umgucken, weil so viel weiß ich auch nicht mehr. Die Dinger gibt es ja auch. Das ist cool. Es gibt temporäre Items. Hier steht jetzt ja, ne, sie reduziert Schaden, den du erleidest, um die Hälfte. Das jetzt natürlich nicht durchgehend das ganze Spiel über, sondern eben eine Zeit lang. Und da gibt es verschiedene Sachen von Gegnern. Die kann man immer mal wieder bekommen. Das ist cool, dass sie das... klar, es ist... Es freut mich schon, dass sie da wirklich alles eingebaut haben, was man so kennt. Okay, da komme ich, glaube ich, noch nicht rüber, ne? Auch wenn man meint, die Löcher sehen so aus, als dass man sich da drüber schlingeln könnte. Aber ich glaube nicht. Trantrudris Reformhaus, Mambos Teich. Ach ja. Da geht noch nichts. Was haben wir hier? Stimmt, da war so eine Hexe. Geht nicht. So, red mal mit ihr. Brauch ihn bald den Pilz im Wald und mach dann fix einen Zaubermix. Ah, es ist der gleiche Text wie früher. Juhu. Es ist so cool, wenn man die Dinger wiedererkennt. Ne? Es ist. Wenn es jetzt blind für alle, für jemanden ist, dann klar ist es. Aber es ist irgendwie so, als würde man gerade ein Lied nochmal hören, was man einfach schon in- und auswendig kennt. Es ist voll cool gerade, echt. Gut, aber hier kommen wir nicht weiter. Die will einen Pilz. Ich weiß nicht, was die sonst... Oh, okay, mit dem Schild ist auch keine gute Idee. Ich weiß nicht, was die so für Drogen nimmt, aber...
Gut, sie will den Pilz. Den soll sie haben. Wenn wir den Waffen. Ah, da ist das andere Stück. Das ist jetzt was, was mir meine Energie, also was mich stärker macht. Wenn ich natürlich nicht treffe. Na, dann nützt mir die zusätzliche Stärke nichts. Wollte ich sagen, aber hab's dann doch hinbekommen. Ah, hier komme ich noch nicht rüber. Okay. Dann können wir jetzt, glaube ich, tatsächlich mal hier reingehen. Die Kristalle kann man zerschlagen, ne? Genau. Und diese Steinfelsen, die ihr da seht, ups, die sind nicht zum Hochheben, sondern die kann man verschieben. 50 Rubine, nice. Dann haben wir jetzt ja schon 92, cool. Wenn man zu lange hier drauf stehen bleibt, ich meine, das kann sich jeder denken, aber ich muss es kurz mal testen. Okay, man fällt sofort, okay. Gut. So. Ach ja. Die Schieberätsel, aber ich glaube, hier kann ich noch gar nichts machen. Ne, hier muss ich einfach nur mal durch erstmal. So, ihr seht schon was. Na, wirst du wohl. Wie macht man den denn ohne... Ah, okay, verstanden. So, ich sammle ihn gleich ein. Ich will nur erst den hier oben erledigen. So. Flop, flop, flop. Juhu, ich habe einen Pilz gepflückt. Er verbrautet ein fauliges Aroma. Verbreitet ein fauliges Aroma. Sachen gibt's. Wie zum Beispiel diesen Pilz. Wie komme ich jetzt zurück? Ah. So. 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 Na und hier könnte ich jetzt, aber komme ich noch nicht, ne? Genau. Kriege ich nicht hoch. Gut. 94. Uah, jetzt wäre ich fast darunter gefallen. Okay. So, was haben wir jetzt im Wald noch nicht angeschaut? Da war noch so eine Figur, ne? Die, mit dem muss ich noch reden, diesem Waschbär. Ich weiß gar nicht mehr, was mit dem war. Aber ist ja auch schon ewig her, dass ich das gespielt habe. Da, was ist mit dir? Meine Waschbärnase ist äußerst sensibel, was Staub betrifft. Okay. Dann ist das wohl so. Hey, du wirst dich verlaufen. Ich sorge dafür. Verlaufen. Ach ja, wir kommen nicht weiter, solange der da ist. Ah, ja, 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 ja. Genau, jetzt sind wir wieder bei der Feenquelle. Gut, das ist aber, das sind wir ja richtig. Dann sind wir ja richtig. Nice. So. Also die scheinen auch recht häufig zu sein, diese Schutz-Items. Das ist gut. So. Ah, vielleicht wird der Heldmodus wirklich interessant gewesen, aber ich habe mich nicht getraut. Es tut mir leid. Ich habe mich nicht getraut. So, ich habe einen Pilz für dich. Ah, es hat eine Schlummermorchel dabei. Ich werde daraus etwas Feines machen. Die nimmt definitiv Drogen.
Das Pulver ist fertig, es kann es gleich mal in der Hütte ausprobieren, aber nicht verschwenden. Du hast Zauberpulver erhalten. Drücke Plus und lege es auf X oder Y. Ach, ich habe echt nur zwei Tasten, wie im Gameboy-Spiel auch? Okay, na meinetwegen. Es kann Gegner mit dem Zauberpulver bestäuben und schauen, was passiert. Hat es keines mehr, bringe es mir ein paar Pilze. Dann gebe ich ihm wieder etwas davon. Findet es keine Pilze, verkaufe ich ihm etwas von meinen Restbeständen. Ja, da oben sieht man es. 19 Stück haben wir noch. Können wir gleich Neues kaufen. Krötenzunge, Wespenschwinge, Käferbein. Für 50 Rubine ist das Zauberpulver dein. Nein, okay, das muss dann doch noch nicht sein. Gut. Das muss dann doch noch nicht sein. Wir haben ja noch genug. Jetzt bin ich gespannt. Ich hab was zu sagen. Ich sag mal nicht, was im Original gesagt hat. Ey! Du hast was zu sagen, dann sag's auch. Es gibt auf dieser Insel drei Lieder. Diesen drei Liedern wohnt ein Zauber inne. Wenn du mal nicht weiterkommst, spiel eines dieser Lieder. Vielleicht hilft's ja. Das sag... Hä? Ich hab was zu sagen. Sag. Ah, okay. Ich hab da was anderes in Erinnerung, oder? Ich hab gerade... Das kann man irgendwie anders triggern. Ich weiß es nicht. Wow! Insta-Kill. Sick. Aber ich will's nicht verschwenden. Ich will's nur bei jedem Gegner einmal ausprobieren. Okay, hier killst du die auch einfach nur. Der geneigte Mitdenker sollte ja sich schon denken können, wofür wir das Zauberpulver brauchen. Er hat's ja extra gesagt, er hat eine empfindliche Nase. Insofern. Natürlich müssen wir ihn hier bestäuben. Und dann geht der erstmal voll ab. Ah, ich hätte ihn mehr abgehen lassen können, wenn er hier, Ach, Tarin war das, stimmt ja. Nachdem ich in den seltsamen Pilz gebissen habe, muss ich wohl eingeschlafen sein. Im Traum war ich ein Waschbär. Das war lustig, sage ich dir. Du hältst mich für verrückt, oder? Ich hätte die Dinge hier wegmachen müssen. Dann wäre er, glaube ich, ein bisschen mehr abgegangen. Und dann geht er auch so ein bisschen außen rum. Glaube ich, bin mir nicht mehr sicher. Gut. Kinder, bin ich kaputt. Ich ruhe mich erstmal aus. Später gehe ich nach Hause. Alles klar. So, und wir können jetzt endlich hier hoch. Und bekommen... Jeder kann es sich denken. Vielleicht. Den Wurmschlüssel. Sicher kannst du damit den Wurmpalast öffnen. Huhu, nimm diesen Schlüssel, geh damit zum Wurmpalast und suche dort nach einem Musikinstrument. Der Windfisch wartet. Uhu. Okidoki. Komme ich hier oben noch irgendwie weiter? Ich bin mir gerade unsicher. Schleimsumpf-Zauberwald. Oh Gott, diese Dinger, ne? Die sind ganz, ganz böse. Ah ja, hier geht nichts aktuell. Ja, alles klar. Gut, hier geht's nicht weiter. Okay. Dann gehen wir zurück ins Dorf. Und... Ich überlege gerade, wir haben jetzt so viel Geld, wir könnten eigentlich den Zwischenstopp beim Kran-Dings nochmal machen, ne? Aber andererseits würde ich auch gerne jetzt erstmal die Story vorantreiben. Und nicht hier die ganzen Minispiele. Minispiele können warten. Wir machen erstmal Story. Bam, 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 bam. Was passiert hier eigentlich? Ah ja.
Okay, da kann ich nichts machen. Aber diese Äpfel sind irgendwie verdächtig. Irgendwas kann man damit bestimmt anstellen. Die sind nur an diesem Baum. Aber ich weiß noch nicht was. Na, wir werden sehen. Jetzt aber erstmal. Oh. Da haut der Rubin einfach ab. Jetzt aber erstmal zu unserem ersten Dungeon. Ich kann mich nur noch an wenige Dungeons erinnern, aber das ist der erste, ich glaube, den kriege ich noch hin. Den zweiten, den kenne ich auch noch ein bisschen. Aber ich weiß, dass ich schon eine Weile in manchen Dungeons gehangen habe. Also gerade auch hier zwischen mehreren Dungeons gab es mal eine Stelle, wo ich komplett lost war. Also als ich das als Kind gespielt habe. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das werden wir sehen. Aber... Yay! Yay! Einen kleinen Schlüssel. Damit lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Oh oh. Oh boy. Kompass! Ja, das ist noch ein relativ kleiner Dungeon. Ach ja, und wenn ein Schlüssel da ist, genau, dann rührt er sich. Können wir schon auf die Karte gucken? Gibt es jetzt eine Karte? Ja. Oh, das sieht sogar größer aus, als ich in Erinnerung hatte. Interessant. Aber ich glaube, das wirkt nur so. Der ist nicht groß. Den sollten wir in dem Part noch hinkriegen. Glaube ich. Denke ich. Hoffe ich. Da, das war das Signal, dass hier ein Schlüssel ist. Yay! Und da ist er auch schon. Yay! So, weiter im Programm. Oh nein! Wir sind gefangen. Was sollen wir nur tun? Aha. Tschüss. Die Dinger sind interessant. Die kommen immer so angeschossen. Kann ich das schon machen? Ach. Aber habe ich jetzt einen Schlüssel ver... War das eine Schlüsseltür? Ich habe nicht hingeguckt. Ich glaube, ja. Oh Gott, die Dinger. Aua, ah, in das... Okay, in der Ecke bin ich nicht sicher. Die kann man, glaube ich, auch manchmal verschieben. Manchmal nicht. Bin ich jetzt eigentlich schon... Ich bin hier zu bald, oder? Die Statue sagt etwas, aber ohne den Schnabel verstehst du sie nicht. Ah, nee, warte, hier. Ah, also solche Rätsel sind für Link's Awakening tatsächlich relativ typisch. Da muss man erstmal draufkommen, ne? Das habe ich jetzt nur durch die Erinnerung wieder gewusst. Die kann ich mit dem Schild... Genau. Und jetzt kriege ich... Ah, einen Durchgang. Ich glaube, ich bin hier zu bald. Ah ja, hier übrigens, ne? Ich habe ja schon gesagt, es wurde Mario-Zeug eingebaut. Das war im Original auch schon so. Und wenn man auf die Goombas draufspringt, bekommt man immer ein Herz. Also das ist immer so. Wenn ich auf sie draufspringe, gibt es immer ein Herz. Und diese 2D-Passagen waren auch cool. Aber ich glaube, ich bin hier... Ja, 3 Herzen gibt es hier. Ah ne, ich bin hier richtig. Alles gut. Nice. Das Dungeon-Item, die Greifenfeder. Du fühlst dich plötzlich viel leichter. Er sagt also gar nicht, was man machen kann. Auch interessant. Aber das ist die Möglichkeit zu springen. Und die ist hier so wichtig. Ohne Springen würde dieses Spiel nicht funktionieren. Es sind so viele Sachen, wo man springen muss. Das ist dann in späteren Zeldas ja nicht mehr so der Fall gewesen. Da musste man nicht mehr immer springen, beziehungsweise in Ocarina of Time springt er von selber. Aber hier muss man so viel springen. Ihr habt es ja auch schon im Wald gesehen, so viele Lücken, über die man springen kann und so weiter, ne?
Aber ich weiß gerade nicht mehr, wo der Schnabel von dem Viech ist. Und man würde jetzt hier halt einen Hinweis bekommen, wenn man den Schnabel schon gefunden hätte. Dann würde ihm der so ein bisschen helfen. Aber gut, wir haben die Rätsel auch so gelöst. Also normalerweise würde man wahrscheinlich erst den Schnabel haben. Da ist wohl dann der Schlüssel drin. Jawohl. Ich werde aber trotzdem, wenn ich den Schnabel jetzt finden sollte, nochmal zurückgehen. So, ich will kurz was ausprobieren. Okay, das tut dem nichts. Nochmal zurückgehen. Das lesen, was die sagen, dass wir das mit drin haben. Das würde ich schon gerne kurz zeigen. Ah, wait, hier komme ich nur rüber, wenn ich die Feder habe. Aber die habe ich ja schon, also kann ich da jetzt schon hin. So, das ist so ein Block, mit dem man den auch mit dem Schlüssel öffnen kann. Ja, ich bin doch dabei. Und da ist der große Schlüssel. Jetzt kannst du die Tür zur Bosskammer öffnen. Ja, ihr seht, der erste Dungeon ist wirklich ganz kurz. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Wenn ihr übrigens wisst, dass ich irgendwas verpasst habe oder so, könnt ihr mir das gerne sagen. Aber im Normalfall bitte nicht, wenn ich da noch nicht war oder sowas, ne? An sich kenne ich das Spiel ja. Also ich würde mir zutrauen zu wissen, wo die Secrets sind, aber wenn ich irgendwas verpasst habe, wo ich auch nicht mehr hinkomme, dann hole ich es gerne nach, wenn ihr mir das sagt, wo was war. Ey, da komme ich jetzt gar nicht rein, okay. Na komm her. Das war eine Combo. Die musste man so stoppen. Naja, so nicht. Dass sie zusammenpassen. Das ist hier aber ein bisschen angenehmer als im Original. Okay. Ja, das ist jetzt einfacher geworden. Ich glaube, im Original haben die sich viel, viel schneller bewegt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da war das ziemlich komisch. Da ist der Schnabel. Ah, okay. Ja, let's go. Stachis musst du erst mit dem Schild abwehren. Na, das hätten wir jetzt hier gelernt und so gibt es immer wieder Hinweise. Dann gehen wir jetzt hier mal noch nicht weiter, weil ich glaube, hier geht es dann zum Boss. Ich weiß aber gerade nicht, was das hier für eine Tür ist. Ich bin schon wieder verwirrt. Aua. So, hier war noch so eine Eule, die hat wahrscheinlich was zu dieser Plattform hier gesagt. Ja, verschiebe einen Block. Und die sagt keine Ahnung was. Ah, okay, die gibt nochmal den Stachy-Hinweis. Aber gut. Hops. Hops. So, jetzt möchte ich aber dann nochmal kurz, mir fehlt diese Tür hier vorne. Wie komme ich denn da? Ah, hier durch. Hier muss ich durch. Wait, hier ist... Hä? Hier ist eine riesige Truhe? Ein riesiger Raum. Mit einer Truhe. Ah ne, wahrscheinlich ist es nur ein Raum. Aber wie komme ich da rein? Ach! Lol. Mit Bomben. Das sieht man ja sogar deutlich. Okay. Dann müssen wir ja hier sogar nochmal rein. Später. Okay. Dann holen wir uns aber kurz noch die Truhe da drüben. Na komm her. Achso, ist sogar... Hätte ich jetzt gar nicht machen müssen. War ja sogar offen. Uns fehlt auch noch die Karte. Ich glaube, die ist dann da. Die haben wir einfach jetzt übersprungen, die Karte, ne? Frech, wie wir sind. Oh, hat der ein ganzes Herz abgezogen. Uiuiui, muss ich aber aufpassen. Ja, tschüss. Ja, da gibt es jetzt die Karte. Glaube ich. Hoffe ich. Jawohl. Da haben wir die Karte. Okay. Und dann sehen wir schon, ja, hier geht's noch zum Boss und dann sind wir fertig. Die Truhe da, Die Truhe da haben wir noch nicht.
Was ist das denn für eine Truhe? Ach, das ist so ein One-Way-Ding gewesen. Ja, ich erinnere mich. Oh, es gibt hier so Dungeons, die werden mich... Ich weiß jetzt schon, dass die mich nerven werden. So, welchen Block muss ich denn da verschieben? Oder muss ich alle Gegner besiegen für die Truhe? Oder konnte ich hier irgendwie... Oh je, ich weiß es nicht mehr. Hier ist eine Truhe eingezeichnet an der Stelle, ne? Ich besiege einfach mal alle Gegner. Alles klar. Hops. 20 Rubine, jawoll. So. Dann hier rein. Ach ja. Wir sind zwar eigentlich durch mit dem Dungeon, aber hier ist der Zwischenboss. Oh boy. Oh Junge. Nicht, dass das hier noch kritisch wird gleich. Uff. Nice. Und da ist eine Fee. Ich dachte früher immer, das sind Bienen oder sowas, aber es ist eine Fee. und bei Zwischenbossen ist es immer so, die erstellen dann ein Portal, mit dem man an den Anfang zurückkommt. Das heißt, das ist so eine Art Teleportationsmöglichkeit, weil die Dungeons werden später wirklich recht groß sein. Also ich habe gesagt, ich will nicht spoilern, aber sowas erwähne ich halt mal kurz. Ich kann gar nicht anders, als das nicht kurz zu erwähnen. Das ist, ne? So. Jetzt ist hier... Wir kommen ja eigentlich schon hier rein, aber wir können hier noch runtergehen. Okay, ich dachte, da war noch mehr, aber da waren nur 3 Herzen. Okay. Die hätte ich gar nicht gebraucht. Ich dachte, es gab noch irgendwo eine Eulenstatue, die mir erzählt, wie ich mit dem Boss umgehen muss, aber dann gab es die wohl nicht. Na dann. Boss-Time! Das weiß ich nicht, wie ich das lesen soll. Moldorm! Oh Gott, ist das ein guter Remix! Oh mein Gott, ist das gut! Das war im Original so bam 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 bam. Komm, eine zweite Wirbelattacke sollte reichen. Nice. Oh Gott, ist das Boss-Team gut remixed worden. Oh mein Gott, ich liebe es. Sehr schön. Herzcontainer. Prima. Und wir bekommen das erste Instrument. Ich weiß nicht, ob man jetzt schon so ein bisschen die Melodie hören wird. Aber... dieses Spiel hat eine wunderschöne Melodie. Ich hoffe, man hört sie jetzt schon so ein bisschen. Mal gucken. Nehmen. Du hast die Muschelgeige erhalten. Oh, Gänsehaut. So schön. Ach ja. Sumpf, ein Weg öffnet sich in den Blumen. Gott, dieses... Das war damals so ein großartiges Spiel und jetzt
Ich freue mich halt vor allem für Leute, die dieses Spiel... Ach ja. Ich rede gleich weiter. Huhu, das ist ein Instrument der Sirenen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich findest. Dieses Instrument hat zusammen mit den 7 anderen die Kraft, den Windfisch zu wecken. Du musst alle 7 finden und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führt dich dein Weg in den Schleimsumpf im Norden. Und da war doch noch was. Ach ja. Uhu. Ja, ich freue mich einfach für alle, die dieses Spiel noch nicht kennen und jetzt entdecken können. Mit der natürlich deutlich verbesserten Grafik. Es spielt sich aber wirklich wie das Original. Es ist so, so gut. Ah, es ist so, es ist echt toll. Es ist echt, oh, ich bin begeistert. Hey du, da ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele, eine ganze Gruppe von Moblins. Dann sind sie zum Haus. Ja, dem Haus von Komet und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Hm, finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Oh nein. Was ist passiert? Komet ist weg. Das ist aber schlimm. Ja. Damit verabschiede ich mich aber erstmal. Und gehe hier rein zum Speichern. Weil, warum nicht? Oh. Hä? Ruf doch Ulrich an, wenn du eine Frage hast. Schnarch. Okay. Kann ich mich ins Bett legen? Nein. Kann ich jetzt hier eigentlich? Ja. Alles klar. Tolles Regal. Gut. Dann schließen wir hier ab. Ich muss gucken, dass der Part nicht zu lang wird. Ich muss das alles hochladen noch. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.